Die zweite Etappe der Aserbaidschan-Rundfahrt führte an einigen Sportstätten der kommenden Europaspiele vorbei. 187 Kilometer war die Etappe lang und führte von der Hauptstadt Baku nach Ismaili. Starker Wind und enge Straßen machten den Fahrern zu schaffen, die außerdem noch drei Berge überwinden mussten. Wie im vergangenen Jahr konnte der Slowene Primož Roglič die Etappe gewinnen. Der 25-Jährige, im Übrigen früher als Skispringer unterwegs, übernahm auch die Gesamtführung von Vortagessieger und Adria Mobile-Mannschaftskollege Marco Klump. Am letzten Anstieg des Tages konnte er sich absetzen und rettete im Alleingang seinen Vorsprung ins Ziel. 30 Sekunden betrug am Ende sein Vorsprung. Matej Murgali von Synergy Baku und Ergas Safeway-Kapitän Chris Horner kamen auf die Plätze 2 und 3. Wir mussten sehr mit dem Wind kämpfen. Am letzten Anstieg habe ich angegriffen. Die Etappe kenne ich sehr gut und ich habe gehofft, in diesem Jahr wieder vorne mit dabei zu sein. Das Hauptfeld kam fast 4 Minuten später ins Ziel. Im Sprint konnte sich Maxim Averim durchsetzen. Die dritte Etappe ist nur 177 Kilometer lang. Start und Ziel ist in Gabala, einer der ältesten Städte in Aserbaidschan.